Es geht weiter mit Adventskalendern und heute mit einer Marke, die wirklich sehr tief in meinem Herzen verankert ist. Und ich habe Hoffnung, ich habe Wünsche und ich habe den Glauben daran, dass der neue Art Deco Adventskalender 2024 mich nicht enttäuscht. Denn für 70 Euro, da brauche ich was. Art Deco ist zwar eine teure Marke, aber wir schauen, was hier mit drin ist. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute freue ich mich ganz besonders auf einen Adventskalender, denn ich hatte ehrlich gesagt schon wieder ein bisschen Angst, dass ich wieder auf Trickbetrüger reingefallen bin, wie im letzten Jahr, als ich mir den, ich glaube, es war der Douglas Adventskalender, gekauft hatte. Und es stellte sich heraus, dass ich den vom vergangenen Jahr gekauft habe. Ich habe den in irgendeiner Parfümerie bestellt, von der ich noch nie was gehört habe. Er kam an, hier ist er also. Es gibt ihn aber mittlerweile auch im Art Deco Onlineshop für 70 Euro mit 24 Türchen. Und so sieht er einmal aus. Ganz kurz, der Elefant im Raum. Ich weiß zwar noch nicht, wann ihr das Video seht, aber verwirrt euch bitte nicht. Das ist jetzt das fertige Studio und ab und zu kommt auch noch mal ein bisschen das alte Studio mit rein. Und ich finde es sieht sehr weihnachtlich aus hier, oder? Ich mag es sehr gerne. Das ist der Art Deco Adventskalender. Warenwert von über 220 Euro. 24 Originalprodukte. Und du kannst ihn hier so aufklappen und dann hinstellen mit verschiedenen Türchen. Ich habe tatsächlich auch hier noch nicht reingeschaut, was hier mit drin ist, weil ich einfach nicht wusste. Dieser Webseite war meiner Meinung nach, es war irgendwie komisch. Ich habe sie auf jeden Fall jetzt hier. Los geht's. Ich bin tatsächlich ein großer Art Deco-Fan. Ich glaube, das wissen wir mittlerweile alle. Denn Art Deco hat wirklich für einen guten Preis sehr gutes Make-up. Klar, es gibt mal so ein paar Produkte, die sind vielleicht nicht so unbedingt mehr zeitgemäß für. Eigentlich schon wieder zeitgemäß, würde ich fast sagen. Ne? Also es gab ja so eine Zeit, da waren wirklich diese super krass pigmentierten Dinge, Cut Christies, das jenes, sehr bekannt. Art Deco hat da nicht mitgemacht und ich muss sagen, auch sehr, sehr gut sogar, dass sie es nicht gemacht haben, denn sie haben so eine kleine Metamorphose durchgemacht. Ne? Art Deco gibt es einfach schon so, so lange und ist schon lange Teil unserer Leben irgendwie. Bei mir war es ja meine Mutter, die das Lip Fix, das Magic Fix schon immer hat und jedes Jahr zu Weihnachten bekommen, also ungefähr. Dann haben wir den Adventskalender. Wir schauen rein, was drin ist. Falls ihr hier neu seid, würde ich mich natürlich riesig freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt und den Kanal abonniert, denn es gibt mittlerweile eine komplette Playlist mit verschiedenen Adventskalendern. Selektiv für das, was uns interessiert. Beauty, Skincare, so ein paar andere Produkte waren da ja auch noch immer mit drin. Aber genug gequatscht, los geht's. Wir starten direkt mit einem Lip Liner. Den kenne ich tatsächlich noch nicht. Ihr wisst es, mein liebster Lip Liner aus der Drogerie ist die Art Deco 140. Ist die schönste Farbe, die es gibt. Wir haben hier einen, der ist ein bisschen rosiger, ein bisschen heller. Der ist aus der Green Couture-Reihe. Alles ist made in Germany, ne? Art Deco ist eine deutsche Firma mit deutschen Arbeitsplätzen, die hier in Deutschland produziert und arbeitet. Und wir haben hier einen 100%igen Holzstift, den man also gut anspitzen kann. Die Farbe ist Berry Smoothie und sieht richtig, richtig schön aus. Was ich ganz süß finde, weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, hier unten, da steht dann auch immer noch ein bisschen was über das Produkt mit drauf, dass man einfach weiß, startet den heutigen Tag im Sinne der Nachhaltigkeit mit unserem Smooth Lip Liner Packaging aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Die Textur enthält mindestens 85% Inhaltsstoffe natürlichen Ursprungs. Cool, dass sie da auch noch so ein paar Informationen mit reingebracht haben. Ich weiß nicht warum, aber ich hasse das Suchen. Ich weiß nicht warum, mir macht das wirklich immer keinen Spaß. Hier ist ein kleines Türchen und ich ahne, was drin ist. Das ist der Lidschatten. Das ist ein recht neutraler Ton, wie ich finde. Sehr tragbar, kann man gut als Highlighter-Shade benutzen. Wenn das jetzt eine andere Marke wäre, würde ich wahrscheinlich ein bisschen anders reagieren, aber Art Deco ist ja bekannt für diese Create Your Own Palettes. Also diese Mono-Dinger, die man in der Palette machen kann. Ich kann mir vorstellen, dass wir hier noch einige weitere Produkte davon haben. Deswegen lege ich den jetzt erstmal zur Seite. Wir machen direkt weiter mit einem Lippenstift. Das ist der Color Lip Shine. Jeder Tag ist eine neue Chance, um die beste Version von dir selbst zu sein. Wow, ich liebe diese kleinen, süßen Nachrichten. Das ist eine sehr, sehr schöne Farbe. Auch sehr tragbar, passt perfekt, wie ich finde, auch zum Lip Liner. Auch den kenne ich tatsächlich noch nicht. Ich kenne einige Produkte, vor allem die neueren Produkte von Art Deco, aber tatsächlich nicht alle. Das ist, glaube ich, so ein Klassiker von Art Deco, die Metallic Eyeliner. Gibt es in so vielen verschiedenen Farben. Auch hiervon habe ich viele, weil die wirklich gut halten. Die sind sehr, sehr fest. Die sind nicht wirklich wasserfest, aber die sind so long-lasting, dass ich sie fast als wasserfest bezeichnen würde. Heute haben wir ihn in der Farbe 05. Das ist so ein metallisches Grau. Passt sehr gut, wie ich finde, auch so zu Silvester oder so. Machen wir weiter. Wir stellen jetzt mal unsere Lidschattenpalette zusammen hier. Da haben wir hier die Farbe 27. Das ist ein Schimmerton, so ein leichter, heller Schimmerton. Süß.
Bin gespannt, wie viele wir davon drin haben. Da sollten jetzt nicht 10 von drin sein. Das ist eine schöne Farbe. Das ist die 13A. Das ist ein Braun, aber mit so ein bisschen Schimmer. Seht ihr diesen Reflex da drin? Und hinten habt ihr einen Magnet, sodass der dann auch in der Palette hält. Ich bin ehrlich, ich mag die Dinger sehr gerne, weil man einfach... Ich finde, das ist schon eine nachhaltige Lösung. Also wenn man jetzt vielleicht nicht so super, super obsessed mit Lidschattenpaletten ist, ja, aber trotzdem sich eine Traumpalette zusammenstellen möchte, ist das immer ein guter Weg. Du kannst mittlerweile in die Drogerie gehen, du kannst dir online, glaube ich, noch viel, viel mehr aussuchen und kannst genau die Farben suchen, die du auch wirklich benutzt. Ne? Oft ist es so, dass in Lidschattenpaletten ein paar Farben drin sind, dann nutzt du vielleicht 6 und 4 benutzte gar nicht mehr. Das Problem hast du hier nicht. Und perfekt passend dazu haben wir hier die Palette. Das ist jetzt eine Leerpalette, wo die Farben hier einfach magnetisch dann reingesetzt werden können. Ich mache das mal, ich verlose das ja eher an euch. Das habe ich noch nie gesehen. Skincare von Art Deco, Kollagen Booster, da sind 4 Stück drin. Finde ich eigentlich gar nicht so schlecht jetzt. Also ja, ist vielleicht auch so ein kleines Füllerprodukt gewesen, aber das ist, um mal was Neues herauszufinden, zart schmelzende Anti-Aging-Spezialpflege mit Ceramiden. Okay, habe ich noch nie getestet, umso besser. Das finde ich halt immer gut, wenn man auch Produkte drin hat, die man vielleicht so von der Marke überhaupt noch nicht kannte. Ich wusste gar nicht, dass Art Deco sowas hat. Selbstverständlich haben wir hier einen Nagellack in einem wunderschönen Rot. Oh, auch spannend, ist nochmal ein Nagellack, aber diesmal ein anderer. Der ist in Minze. Ich kann mir vorstellen, dass die vielleicht in anderen Farben überall sind, wobei eigentlich nicht. Finde ich ganz spannend für Weihnachten. Ist mal was anderes. Das ist so ein richtiges Tiffany-Türkis, würde ich sagen. Das ist ein Couture-Lipstick-Case. Das ist nur die Hülle. Ist ganz spannend, ist magnetisch, sieht hübsch aus, sieht wirklich hübsch aus. Hochwertige Aluminium-Lippenstifthülse mit Magnetverschluss. Schauen wir mal, ob die in der Nähe davon drin ist. Hier ist der Lippenstift dafür. Der ist in der Farbe... das ist ja eine tolle Farbe. Wow. Okay. Das ist, finde ich, mutig mal. Das ist halt nicht so rosa, sondern das ist wirklich so ein richtig schöner lilaner Ton. Sehr herbstlich. Ich glaube, das ist die Farbe 294. Und den macht man hier einfach mit rein. So, dann kannst du den drin und dann kannst du den einfach rausdrehen. Okay, das finde ich cool. Es ist auch beides sehr nah beieinander gewesen, dass man da nicht jetzt hier 4 Wochen lang das Ding rumliegen hat. Ich habe gerade gedacht, das ist auch nur eine Hülse, aber ist es nicht. Das ist die Endless... Wie heißt sie? Endless Lashes Mascara. Die Verpackung sieht toll aus. Das ist so ein ganz dunkles Moosgrün. Und ich vermute, und das habe ich noch nie gesehen, hier ist so ein Fenster, dass man sehen kann, ob da noch was drin ist. Fühlt sich sehr gut an. Habe ich noch nie gesehen. Mensch! Wie gefällt er euch bisher? Schreibt es mir jetzt mal unbedingt in die Kommentare. Ich finde, das ist eine ziemlich gute Auswahl an verschiedenen Produkten. Das hat sich jetzt nicht alles 6-mal wiederholt. Da würde ich jetzt sagen, das wäre ein klassisches Filler-Produkt, aber das ist halt kein billiges Filler-Produkt. Ne? Das muss man immer so ein bisschen unterscheiden. Wir haben hier einen Pinsel, ein Multi-Powder-Brush aus natürlichen und biologisch abbaubaren Rohstoffen. Sieht sehr schön aus. Ist auch noch so ein Netz drin. Ich sage es immer wieder, werft die Dinger nicht weg. Ne? Die könnt ihr immer gebrauchen und dann könnt ihr den einfach wieder in Form bringen. Wir haben einen Pinsel. Hier ist ein weiterer. Das ist ein Brow Defining Brush. Auch ebenfalls aus der Reihe. Der ist so ein bisschen flach und ein bisschen spitz zulaufend. Perfekt für die Augenbrauen oder perfekt für so einen Eyeliner. Eine Sache muss ich löblich erwähnen. Das Inlay des Kalenders ist nicht aus Plastik. Das ist ein Papier. Wir haben ein Clear Lash and Brow Gel Limited Edition. Habe ich tatsächlich noch nie von Art Deco gesehen. Das erinnert mich so ein bisschen an, kennt ihr die noch? Von Essence. Essence hatte mal so eine durchsichtige Mascara. Das war meine erste Mascara, die ich benutzt habe. Und die war irgendwann nicht mehr durchsichtig, sondern die ist nach 3-mal benutzen, war die, weiß nicht, braun. Natural Brow Cream. Ah, okay, ja, das ist so ein bisschen farbgebunden, aber ich glaube, damit kann man arbeiten. Ich denke mal, notfalls kann man das auch als Eyeliner benutzen. Das ist eine Augenbrauenpomade. So ein bisschen Anastasia Beverly Hills Dip Brow Style. Passend aber hier zu dem Pinsel, ne? Also da ist schon, dass die Sachen zusammenpassen, sondern nicht random einfach reingepackt. Hier haben wir einfach ein komplettes Paar Lashes mit drin. Sehr tragbar. Ganz klassische, schlichte Wimper. Nichts Spektakuläres, nichts Aufdringliches. Aber, pass auf. Wir haben... Sparklers. Das sind so kleine Glitzersteinchen, die man sich hinkleben kann, wo auch immer du möchtest. Aber wäre das jetzt der Smell Cosmetics Adventskalender gewesen, wäre wahrscheinlich jedes einzelne Steinchen in einem Türchen gewesen. Und der Kleber wäre auch in einem extra Türchen gewesen. Nicht bei Art Deco, da hast du beides zusammen. Ja, das ist, glaube ich, was für Silvester. Ich weiß, viele, ich habe echt ein paar Kommentare gesehen, dass viele das wirklich gut fanden.
Umso besser, es muss ja auch nicht immer alles mir gefallen. Wir haben ein Nail Glow. Das ist ein natürlicher Nagellack für einen strahlenden, natürlichen Glanzeffekt. Den kann ich mir vorstellen, dass ich auch den tragen kann. Der hat so einen leichten, goldenen Schimmer mit drin. Ein Protect and Care Lippenbalsam. Unser Geheimnis für pflegende Lippen. Der Protect and Care Lippenbalsam ist perfekte Feuchtigkeitsschub für trockene Lippen. Eine Mischung aus Wachsen und Ölen macht sie geschmeidig und sorgt dafür. Also ich mag das gerne mit den kleinen Informationen. Ich würde sagen, ist ein klassischer Labello Pflegestift, aber halt von Art Deco. Auch den kannte ich noch nicht. Ich kann mir vorstellen, dass hier viele Produkte drin sind, die es noch nicht gibt vielleicht. Wir haben einen Liquid Eyeliner. Der ist komplett in schwarz mit so einer großen Filzspitze. Also ich muss sagen, Art Deco kann Packaging. Das fühlt sich richtig schwer an, dieser Eyeliner. Das ist ein großes Türchen. Und wir haben hier... Das ist eine Compact Base. Ich muss dazu sagen, das muss ich vielleicht erklären, falls ihr Art Deco nicht so kennt. Art Deco hat fast alle Puderprodukte mittlerweile refillable gemacht. Also du hast einmal diese Verpackung und brauchst dann nicht mehr die Verpackung kaufen, sondern kaufst nur noch das Inlay. Und das ist deutlich, deutlich günstiger. Das heißt, wir haben hier einmal die Verpackung und hier einmal das Puder. Das ist so ein bisschen farbgebunden. Da hätte ich mir vielleicht einen Blush oder so gewünscht. Aber das ist ein gutes Produkt. Du kannst es hier direkt mit reinmachen. Zack, ist es drin. Und gespart. Also es macht schon wirklich einen Unterschied bei der Verpackung. Und ich glaube, das waren alle Türchen, oder? Okay, wir haben wirklich eine Vielzahl an verschiedenen Produkten drin gehabt. Ich überlege jetzt gerade, was ist jetzt hier so das Filler-Produkt? Vielleicht der Eyeliner-Pinsel auf der anderen Seite, der Brow-Pinsel auf der anderen Seite, der passt ja auch zu einem Produkt, der in dem Kalender mit drin ist. Also du kannst mit den Produkten hier fast einen guten Look machen. Ich persönlich hätte mir anstatt der Compact Foundation oder diesem Compact Powder vielleicht einen Blush gewünscht, der einfach ein bisschen farbungebundener wäre. Ansonsten, du hast zwei Nagellacke, ein Nageltopper. Du hast eine Lidschattenpalette, die du dir zusammenstellen kannst. Was für die Augen, was für die Wimpern. Sehr, es sieht sehr hoch. Art Deco ist eine hochwertige Marke für den Preis, muss ich sagen. Für 70 Euro hast du wirklich eine gute Auswahl an Art Deco Produkten, die du vielleicht oder wo die Chance, dass du diese noch nicht zu Hause hast, recht hoch ist. Das finde ich auch immer ganz spannend. Gerade bei so Marken, die es ja auch in der Drogerie mittlerweile gibt oder die sehr oft in Stores vertreten sind, ne? Musst du zu Galeria gehen, ist die Chance natürlich hoch, dass du schon ein paar Produkte hast. Ich habe tatsächlich nicht ein einziges Produkt hier, nicht mal, die Kajal, den habe ich hier. Den habe ich hier davon. Mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht, die Produkte auszuprobieren. Ich bin sehr gespannt, wie euch der Kalender gefällt. Vielleicht ist da ja was für meine Mäuse, die sagen, sie wollen nicht mehr so viele bunte Sachen. Sie wollen es einfach eher ein bisschen gediegener haben. Dann könnte ich mir vorstellen, dass der was für euch ist. Ich hätte mich darüber gefreut. Ich bin sehr gespannt auf diese kleinen Käpselchen hier. Die werde ich gleich mal ausprobieren. Ich danke euch, dass ihr heute mit dabei wart und würde vorschlagen, wir sehen uns ganz bald hier wieder. Passt auf euch auf.